Steve überrascht mit außergewöhnlichen Zutaten aus seinem Hippie-Mobil. So sorgt eine Limettensorte für Erstaunen. Alter! Alter! Fingerlimes! Diese Fingerlimes sind richtig teuer, schmecken aber so geil und der hat die besten Fingerlimes, die ich je probiert habe. Also man hat diese kleinen Perlen und die ploppen so auf im Mund. Und die sind nicht nur sauer, sondern sie sind süß-sauer. Also ganz speziell von der Form wie Kaviar, vom Geschmack eher wie eine Zitrusfrucht. Boah. Und das ist? Alter, das ist geil. Steve ist so das Urgetüm von Aussteiger aus dieser Region und man überhaupt nicht vorbereitet, dass er so vorbereitet war. So I have some spices. Oh. This is brown sugar that I smoked in my smokehouse. Das ist die beste Säure. Geräucherte braune Zucker. Yeah, we smoke salt, yeah. Actually. Und Steve hat sogar eine noch ausgefallenere Zutat parat. Was ist das? This is the world's largest clam. It's a gooey duck. What's your kitchen? Over here? It's a gooey duck. You've seen? You know? Hey, why do you laugh? They squirt. Why do you laugh? Why do you laugh him? Hi. Wie du das in der Hand hältst, man kann das. Warum? Ja, hat die doch. It's squirting. It's squirting. Yeah, it's squirting. Yeah, squirting. Yeah, I love it. Ich frag, dass ich schon wieder überhaupt nicht unter Kontrolle. Schau mal. You go like this. Here you go. Oh my God. I'm gonna have to show you how to clean this one. Ja, aber das sind eben Muscheln, meine Lieben. They don't like ice. If you put the ice on the skin, it'll make a blister. So this is what this is for. Bei 14 Grad kochen am Strand über offenem Feuer. Das ist selbst für ausgezeichnete Profiköche eine Herausforderung. Aber im Improvisieren beweist sich der Meister. Und im Kampf gegen die Widrigkeiten des Wetters erst recht. Ich friere mir so den Arsch hier ab. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ja, echt? Es ist feucht, dass es mir durch und durch geht. Obwohl, aber es ist der geilste Moment. Obwohl du so einen riesen Arsch hast. Ich habe eine 36. Bist du doof, ey? Und mal, guck dir mal an. Unser Wetteinsatz war so, dass die anderen kochen für mich und ich mache nichts, aber daraus wurde ja nichts. Ich habe am Ende ja mitgekocht. Ich kann das auch gar nicht. Ich muss mitmachen. Ich bin Teamplayer. Und auch als Koch lernst du nie aus. Und ich habe zum Beispiel auch vom Steve was gelernt. Oh nein, bitte. We cook the penis! Weißt du, das ekelhaft? Ja. Nee, ich möchte den Penis halten. Yeah, we need the juice. The juice, the sweet. So this is the guts, but you can also use this for sauce, for flavor. You know what I mean? Yes. Our stock. How much are they? You boiled this one? They're expensive, huh? This cost $20. Steve gibt den Saft aus der Penismuschel in den Krabbensud. Das Fleisch schneidet er zu feinen Sashimi-Streifen. Nicht alle Köche sind davon begeistert. Eigentlich wollte ich das nicht probieren. diese spezielle Muschel da. Hey, look. The texture. The texture. Yeah, awesome. You know what? The texture is like... Abalone. Yeah. Abalone, yeah. Boah. Nee, das war nicht meins. Ich habe mich jetzt geekelt. Ich habe das Tier gesehen, es hat so... Die Muschel konnte bei Ali nicht punkten, der Rest sehr wohl. Aber die Austern zum Beispiel waren sehr lecker, sein Gemüse. Was mich überrascht hat, war zum Beispiel seine Dips, wo er dann später dann auf die Austern oben drauf gegeben hat. Die Spaghetti-Reserven und die Nerven sind schon am ersten Tag am Limit. So, geht schon. Rein, 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 rein und nicht zu viel weg. Ey, Alter, red doch nicht so mit mir, ey. Ich bin doch nicht ein Stift, ey. Sag mal, aber du machst jetzt getrocknet. Sei doch nicht so sensibel immer. Sensibel? Ja. Das ist gar nicht... Oh, geil! Do you have olive oil? A little bit of olive oil? Etwas Fischsud, frischer Basilikum und Olivenöl runden die Pastasauce ab. Auch die Krabben sind jetzt soweit. Nur Frank fehlt noch ein Quäntchen Ruhrpott. Let me talk about the mayonnaise. Oh, wir wollten eigentlich Mayonnaise machen. No mayonnaise. No mayonnaise. Ihr seid sowas von eingeschränkt, ne?
Einig sind sich alle beim Wein zum Essen. Der junge Rotwein aus der Gegend überzeugt die Küche. Aber ist so Umami. Mhm. Schön. Es hat was von. Es hat was von Anis, es hat was von. Es hat was von Fischstock. Dieser Muschelgeschmack in Verbindung mit der Tomate, mit diesem Nudelwasser, das Salzige, das reduziert ein, dann die ausgedrückten Tomaten und zum Schluss das Basilikum und zwei besoffene Köche. Ja, du und Ali. Nee, du und Steve. Nee, also du bist ja schon mal an, du brauchst ja Latzerl. Das kommt ja wieder. It's enough, it's enough. Zu viele Köche verderben den Brei. Hat noch nie so gestimmt wie jetzt gerade. Aber ich schaue ihm extrem gerne beim Essen zu. I like the way you eat. You enjoy, you're living the food. Steve, ein neuer kulinarischer Freund. Da vorne war gerade so ein indisches Restaurant. Mal Bock auf vegan, vegetarisch oder mal so ein bisschen spicy food oder so? Ja, aber wie heißt der Laden? Das ist gerade das Augenblick gesehen. Ich will jetzt nochmal hier drehen. Ja, also von mir aus, Ali, was sagst du, indisch? Ich bin dabei. Alter, ich Gewürzküche ist meine Küche, klar. Wir kuften da so rum und zum Glück haben wir aus dem Augenwinkel irgendwie diesen Indisch-Kantina gelesen, Ada. Das ist gerade dabei, die Pforte zu öffnen. Ja, wir parken hier, kein Problem. Ada ist eines von mehreren indischen Restaurants, das der Inhaber betreibt. Das Besondere, Zutaten, Ada, die anderswo definitiv nicht auf den Teller kommen. Für mich wie zu Hause, Alex. Die bist Gewürze, du die Aromen, ja klar. Hello. Hey, guys. How hey. Hi, hi, my name is Ali. I'm Chintan. Good morning. Hi, my name is Chintan Kiran Pandya. I'm the executive and chef partner at Unapologetic Foods. And Adda, where you are standing right now, is one of our restaurants. Und drei Spitzenköche aus Europa sind heute seine ersten Gäste. What is your signature dish? We have something very controversial, but in a good way. Goat brains. Oh! Goat brain. Brain. Ziegenhirn. Die Frage, die allen auf der Zunge liegt, muss das sein? That means you serve the brain? Like no. So what happens is you have the, like, let's say you have the head. Yes. And then you cut through the head and it opens up and then you take out the brains. Yeah. And then you cook the brains. Ich gebe zu, Hirn ist schon so eine Sache, wo man sagt, braucht man. Unbedingt. Aber nicht auf dem Teller. In India, because it was a third world country, we had very limited resources to eat. So we would never waste anything. So everything that was there, we would use it. The nose to tail is how you should do it and not only take the fillet or something like that. I know this from Turkey. Ich habe als Kind auch ganz ehrlich, ich habe Lammnieren gegessen, ich habe Lammhoden gegessen. Ich habe mich nie geekelt, was das angeht. And you sell it to the New Yorkers? We also, so this restaurant sells goat brain. The other restaurant sells goat testicles. What's that, the eggs? Testicles. The balls? Yes, balls. Die Hoden. Can we see it? Yes. Get it out. Ich wollte doch mir nicht erzählen, dass wir jetzt hier Gehirn essen. Ja, also schau mal, wir sind Köche, wir probieren es einfach mal. Aber und dann machen wir unsere Meinung. Frank, darf ich was sagen? Ja. Das würde dir nicht schaden. Das wusste ich. Ein bisschen frittiertes Hirn würde der Wege nicht schaden. Dieser flache Scheiß von dir kommt. Ja. Chintan bringt den frischen Beweis und es sieht ganz so aus, als habe sich die Ziege heute Morgen noch selber Gedanken ums Essen gemacht. Trotzdem überwiegt bei den Vertretern der Filetkultur die Skepsis. Ali hat die meiste Erfahrung mit Gehirn und gibt grünes Licht. Es riecht ziemlich neutral. Ja, also Hirn riecht immer. Also das Hirn muss noch. Okay. Can you serve us maybe 4 or 5 yes. signature dishes? Yes, surely. Und wenn du in Amerika sagst, we are 3 chefs from Europe, sagt jeder, stop, wait a minute, give me 30 minutes and I'll show you what I can get you. Do you have a Tandoori oven? Yes. Can we go in the kitchen, in your kitchen? Die haben einen Tandoori oven und die machen ihr Naanbrot selber und ich liebe ihr Naanbrot und ich wollte es unbedingt mal sehen. Can I try it? You want to do it? Yeah, you do it. Huh? Give me 1 minute, I'll put this inside. We'll do the bread. I was gonna use it for you. Mutig von Ali. Das ist ein Tandoori oven und ich möchte so einen Naan machen. No Tandoori oven, only Tandoor. Okay. Tandoori oven means almond oven. Okay, we have here the tandoor. And we make now naan. Show me one. What you do is, you start flattening it from the sides. Yeah. Don't do it much in the center, it's okay.
Now what you do is, okay, now you see I'm gonna move it. What happens is when people do it, they do this. Yeah. It's not supposed to be like this. You have to keep an eye on this. Yeah. You see this? This will keep on moving. Okay. Wait. Make also. Yeah. Now you can slap it. Here, with the sauce. No. Okay. I was just showing you. You have to move it. Okay. No. See, no, what you are doing is... Yeah. No. Okay, yeah. You see? Like this? Yeah. Okay. Jetzt habe ich verstanden. I understand now. Okay. So? No. Fucker, no good student. No good student. No. Hey. Das hat ja mit dem, was ich gelernt habe oder kann, gar nichts zu tun. Das ist natürlich auch Handwerk, ja. Das musst du beherrschen. Die lernen das ja von klein auf, von zu Hause aus, von der Oma, von der Mama. Für den nächsten Schritt wird es nur einen Versuch geben. Tandoori ist ja der Ofen, den gibt es auch in der Türkei. Aber ich habe nie damit gearbeitet. Ich weiß, dass es eine hohe Hitze hat. Okay, so I'll show you one. Yeah, when you go inside, you show me one, yeah. So what you do is, when you go inside, yeah. Don't go like this. Yeah. You slap it and then you come out. Okay. 800 Grad heiß ist es im Inneren des Tandoor. Da lässt man besser nichts lang drin, was nicht mitbraten soll. Doch die Hitze schreckt Ali nicht. Boah, das wollte ich immer schon mal machen. So you can put it here. Yeah? Hier hin. Alter, ist das heiß. Boah. Es ist schweineheiß, du. Oh, ich hab, glaube ich, ich hab mich verbrannt. Hast du den Tandoori oben an? Ja. Weil der Kollege kam nämlich lachend raus und hat gesagt, er hatte den 800 Grad heißen Tandoori oben. Ja, voll heiß. So, Jungs. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Oh, bist du dran? Was ist das jetzt hier? Das ist das Brot, das ist das Naan? Das ist das Naan, ja. But this is a little bit doughy. He made it. don't pay him the money. Don't pay the money. Zum halbgaren Naanbrot à la Ali und dem Chicken Curry bietet Chintan einen kulinarischen Querschnitt der indischen Küche. Irgendwo darunter auch das Gehirn der Ziege. Also, wir probieren zuerst mal, of course, the brain. I have to tell you one thing. All this stuff smells amazing. Thank you so much. It's going to taste very spicy, remember that. Okay, like this, yeah? I try the brain. Und wie schmeckt das Hirn so von Spitzenkoch zu Spitzenkoch? Okay, I'll tell you one thing. You would never think that's brain. Yeah, it's very juicy, it's very soft, and the aromatic of the sauce is perfect. Thank you so much. Thank it tastes really good. Thank you. Doch was passiert, wenn Hirn und indische Aromen auf die verwöhnten Geschmacksknospen des Ruhrpotts treffen? Boah. Ha? Boah, ist das lecker. Boah, ist das lecker. Es war ehrlich sensationell. The sauce, the consistency, and you know, how do you explain it with your culture? You know, it's perfect. Thank you, sir. Thank you for this amazing food. Thank you. Thank you for having us. Thank you have to visit us in Europe. Yes, chef. Surely. Thank you. Thank you for the bread. Das Brot war außen auch wirklich sehr gut. Innen hat es mich ein bisschen erinnert, wenn meine Oma früher Weihnachtskeksteig gemacht hat und ich den rohen gegessen habe. Du bist so... ihr seid solche Wanker, das habt ihr auch in San Francisco gesagt mit Pizza. So ein bisschen dunkle Zahnseide. Siehst du, das sind die Schlechtigkeiten. Das war was. Aber du kannst doch jetzt bestimmt in den Stanzen, oder? Hallo YouTube. Erstmal danke fürs Zuschauen und wenn ihr die nächste Sendung sehen wollt, da unten draufklicken. Da seid ihr bei der nächsten Sendung dabei. Viel Spaß. Hier. Da. Abonniert den. Gaulands YouTube-Kanal. Und da unten einfach draufklicken, dann seid ihr dabei auf die Glocke. Glocke. Tschüss.